Und da sitzen die schrecklich wichtigen Piraten. Die hauen wir natürlich auch gleich mal an. Was willst du, Bursche? Ich werde euch alle töten. Ich will Pirat werden. Ich will Feuerwehrmann werden. Hey, das nehme ich. Ich will Feuerwehrmann werden. Hau ab, Bursche, du störst. Was willst du, Bursche? Ich werde euch alle töten. Hau ab, Bursche, du störst. Was willst du, Bursche? Ich will Pirat werden. Ja, na und? Warum uns damit belästigen? Hey, vergesst nicht, wegen dieser Lizak-Geschichte könnten wir etwas Hilfe brauchen. Wieso? Keine Piraten bedeutet keine Beute bedeutet kein Grog und der Grog geht uns langsam aus. Hast du irgendwelche Fähigkeiten? Ja, ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Nun, na gut, aber man wird nicht einfach Pirat, weil man danach fragt. Du musst durch die 3 Prüfungen. Und was sind das für Prüfungen? Es gibt 3 Dinge, die jeder Pirat beherrschen muss. Du musst lernen zu fechten, die Kunst des Diebstahls anwenden und dich auf die Suche begeben. Die was? Schatzsuche, alter Dummkopf. Ja, ah ja, richtig. Du musst dich in jedem der Fachgebiete beweisen. Fechtkampf, Diebstahl und Schatzsuche. Und jeweils mit einem Beweisstück zu uns zurückkommen. Und dann musst du mit uns Grog trinken. Ja, Grog. Tja, dann erzählt mir doch mal ein bisschen mehr über die Fechterei, ihr üblen Halunken. Ja, zuerst brauchst du ein Schwert. Dann musst du den Schwertmeister finden und besiegen. Jemand in der Stadt wird dir bestimmt den Weg zeigen können. Ja. Oh, du solltest vielleicht vorher mit jemandem trainieren, ne? Stell dir vor, ohne Training gegen den Schwertmeister anzutreten. Ja, dann erzählt mir doch mal mehr über die Kunst des Diebstahls, ihr übelriechenden Matrosenschweine. Wir hätten gerne, dass du uns eine Kleinigkeit beschaffst. Das Idol der vielen Hände. Das im Sitz des Gouverneurs versteckt ist. Die Gouverneurin hat das Idol der vielen Hände in einem Schaukasten in ihrem Landsitz. Natürlich musst du zuerst an den Wachen vorbei. Am kniffligsten ist es wohl, die Hunde draußen zu überlisten. Die sind ziemlich bissig. Vielleicht kannst du sie irgendwie betäuben. Ja, betäuben, bissige Hunde und das Idol der vielen Hände, das hört sich doch vielversprechend an. Aber erzählt mir auch mal mehr über die Schatzsuche. Mein Schatz. Die Legenden sagen, dass ein Schatz auf dieser Insel vergraben ist. Du musst lediglich den verlorenen Schatz von Mealy Island finden und hierher bringen. Brauche ich dazu vielleicht eine Karte oder sowas? Irgendwie? Du wirst doch wohl nicht annehmen, den Schatz einfach so zu finden, oder was? Ah ja, und nicht vergessen, ein X markiert die Stelle. Ja, ihr seid übelriechende, grockgurgelnde Schweine. Um ein echter Pirat zu werden, muss man ein übelriechendes, grockgurgelndes Schwein sein. Und was ist in dem Grog überhaupt drin? Unser Grog ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Kerosin, Propylenglykol, künstliche Süßstoffe, Schwefelsäure, Rum, Aceton, rote Farbe, Skum, Schmierfett, Batteriesäure und oder Peperonis. Wie man sich denken kann, ist es eine der ätzendsten Substanzen der Menschheit. Das Zeug frisst sich sogar durch diese Krüge und der Koch verliert ein Vermögen. Ja, dann geh ich mal wieder, ne? Tschüss, Jungs. Lass uns mit unserem Grog allein. Schau später nochmal rein und erzähl uns, wie es läuft. Das mache ich, aber erstmal öffne ich hier die Tür. Hey, du darfst hier nicht rein!
du darfst hier nicht rein. Gut, da kommen wir gerade nicht rein. Aber vielleicht können wir warten, bis der Chefkoch rauskommt. Kommen wir uns mal in den Kamin an. Ah, halt. Ah, nein. Hey, bleib ja aus der Küche raus. Verdammt. Schauen wir uns mal den Kamin an. Gemütlich. La 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 la. Eieiei, das ist so lange her. Ich habe fast keine Ahnung mehr, was man hier machen musste. Ich glaube nicht, dass ich diesen Piraten hier aufwecken sollte. Also lassen wir das mal. Dim didel dim didel dim dim di. Hey, du darfst hier nicht rein. Gut, lassen wir das mal. Schauen wir uns mal anderweitig um. Na toll, jetzt kommt da oder was? So, schnell in die Küche. Ah. Mal die Tür öffnen. Sieht wie ein Hering aus und das sieht wie eine Möwe aus. Und die Möwe, die kennen wir übrigens noch aus Loom, falls sich jemand erinnert. Die war da auch auf dem Pier. Eintopf, der ist kochend heiß. Und da haben wir noch einen Topf. Da hat jemand Kopfsalat drin zubereitet. Aha, nehmen wir mal den, ja, den Tisch. Das kann ich nicht nehmen. Nehmen wir mal den Topf mit. Da haben wir noch Fleisch. Sieht wie eine fleischartige Masse aus. Nehmen wir das auch mal mit. Schauen wir uns mal das Fass an. Da ist dieses Zeugs drin, das die Piraten trinken. Hier ist noch ein Ghostbusters-Bild. Damit können wir gerade nichts anfangen. Ich glaube, das war's hier auch, ne? Gehe zu Tisch. Oder können wir den Topf vielleicht noch mit dem Eintopf benutzen? Das tue ich da lieber nicht rein. Gut, ich glaube, das war's hier erstmal. Sieht wie ein Hering aus. Ich glaube, der Vogel pickt mir die Hand ab. Los, hier mit dem Top die Möwe kaputt schlagen. Das klappt so nicht. Na gut, dann gehen wir hier erstmal wieder weg. Und kommen später nochmal wieder, nochmal wieder, nochmal wieder. Und verlassen jetzt die Bar, verlassen jetzt die Bar. Inzwischen... Tief unter Monkey Island liegt das Schiff des Geisterpiraten LeChuck in einem Fluss aus Lava vor Anker. Captain LeChuck, ich, es geht doch nichts über den heißen Höllenwind, der einem hier unten durchs Haar weht. Nein, nein, Captain, es gibt nichts Schöneres. Captain, ich, An einem Tag wie heute ist man doch richtig froh, tot zu sein. Oh ja, Captain, froh, tot zu sein. Du bist doch froh, tot zu sein, oder? Oh ja, Captain, ich bin so froh, dass sie gerade mein Schiff gekapert haben, mich und alle meine Leute ermordet haben. Ja, Captain, so froh. Ja, freut mich zu hören. Nun, weswegen hast du mich gestört? Captain, also, sehen Sie, wir haben vielleicht ein Problem auf Mealy Island. Problem? Was für ein Problem kann es geben? Ich habe diese Piraten derart vor der See eingeschüchtert, dass sie noch nicht einmal ein Bad nehmen. Also, es scheint einen neuen Piraten in der Stadt zu geben. Naja, eigentlich nur ein Piratenanwärter. Jung, ohne Erfahrung. Wahrscheinlich muss man sich keine Sorgen machen. Ich weiß gar nicht, warum ich sie überhaupt damit belästigt habe. Das tut mir leid. Ich kümmere mich am besten selber drum. Warte. Ich werde das persönlich regeln. Meine Pläne sind zu wichtig, um von Amateuren vermasselt zu werden. Jawohl, Captain. Das war also Freund LeChuck, den wir da gerade gesehen haben. Schauen wir uns mal weiter um hier. Ein Bürger von Mealy. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Vetter namens Sven? Was? Ach, vergiss es. Gute Nacht.
Nochmal, entschuldigen Sie. Achso, entschuldigen Sie, aber haben... Oh, du bist es wieder. Wie war dieser Code doch gleich? Psst, ganz leise, ja? Dieser dumme Sheriff könnte in der Nähe sein. Also, dann reden wir übers Geschäft. Hier, willst du eine Karte? Zeig den Weg zum verlorenen Schatz von Monkey Island, Trademark. Ja, es gibt nämlich nur eine einzige. Wertvoll. Sehr wertvoll. Für dich nur 100 Goldstücke. Nein, danke. Ich hab gar nicht genug Geld auf Tasche. Das tut mir leid. Ach so, na dann zisch ab. Du bist schlecht für das Geschäft. Ja, das war der Kartenverkäufer.